Da bist du ja. Wieso säust du schon wieder? Da bist du ja. Wo warst du denn? Weg war er. Jetzt hat er seine Stimme verloren. Er ist weg, er ist sprachlos. Ich hab Urlaub. Was willst du eigentlich von mir? Hallo Bockheide, hallo Welt. Hier bin ich wieder, euer Lutze. Und wie immer ist der Matze wieder nach Hause gekommen. Ich hab Urlaub. Matze, da ist er. Matze hat Urlaub bei Ferien. Ich muss euch gar nichts sagen. Ich hab welche Urlaub. Welche Klasse bist du denn? Was? Ich 27. 27. Klasse und hat Ferien. Ja. Du hast es gut. Matze hat Ferien, ist in der 27. Klasse und kümmert sich heute um Corona. Ich habe auch immer doppelt lange Ferien. Corona? Och, Corona. Der Gruß der Woche geht an die Einwohner im Amt Brück, ja, weil hier hat das Coronavirus auch seit dieser ganzen Neuinfektionswelle keine Chance. Und das finde ich gut. Schanze. Also passt weiter auf euch auf und schreibt nicht so viel im Internet rum. Hier hat jeder eine eigene Meinung. Das ist zu viel. Ja, das schafft man nicht mehr zu verarbeiten. Wird ja diskutiert. Corona wird ja auch bei uns in der Borkheide Newsgruppe diskutiert. Ja. Aber eigentlich ist es albern, weil der Typ, der da die Zettel verteilt hat, mein Gott, dann sollen sie den anschreiben, aber der hat doch hier. Der hat nicht mal einen Zettel. So. Der kann ja sowieso nicht lesen, aber wir sind bei einer Inzidenz von 24 momentan. Im gesamten Landkreis? Im gesamten Landkreis. Aber Potsdam-Mittelmark, wie man hier sehen kann. Zeig mal da, ja genau, hier 24 Fälle. Ja, wir hoffen auch, dass wir davon verschont bleiben. Also wie gesagt, hier draußen auf dem Land ist es alles etwas einfacher für uns. Wir bewegen uns einfach nicht. Du hast gerade nachgelesen, unser Amtsdirektor hat gesagt, ja, kam gerade die neue Nachricht aus dem Anbrück, keine weiteren Infizierten. Verdächtigen. Also alles soweit, was man von der öffentlichen Hand her weiß und was bisher erkannt wurde. Nichts dazugekommen. Ja, und ansonsten kann man nur sagen, haltet Abstand, Maske auf. Und ich war ja mal kurz eine Woche in Polen und die haben am 10. Oktober auch einfach gesagt, ab sofort Maske immer und überall auf den Straßen, egal wo. Und keiner hat gemeckert, sogar die deutschen Urlauber. Alle haben mitgemacht, Maske auf im Außenbereich, außer am Strand und im Wald, da kannst du die runternehmen, da hast du genug Luft. Und ist eine ganz simple Sache. Die könnte man eigentlich überall einführen mal für einen gewissen Zeitraum und dann hast du wahrscheinlich am Ende noch mehr Gewinn, als wenn hier alle irgendwo wieder Partys feiern. Und, Jo, mein lieber Matze, und trotzdem dreht sich die Zeit weiter? Ja, natürlich. Und die Uhr zurück? Aber ganz schön. Und zwar vom Samstag auf den Sonntag, also eigentlich Sonntag früh. Ja. Wird die Zeit wieder zurückgedreht, also vergesst es nicht, ihr könnt da wieder eine Stunde... Die Stunde, die könnt ihr spenden. Und zwar am Sonntag, das machen wir jetzt gleich, auf dem Fußballplatz. Spendet doch mal die gewonnene Stunde der Mannschaft und jubelt sie mal zu einem Sieg am kommenden Sonntag. Ja, komm, greif mal vor. Wir spielen gegen Niemek. Niemek ist ja so ein fast Nachbar. Ja. Die spielen um 14 Uhr uns auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz in Borkheide. Die Arena natürlich, in der Sportarena. Und die brauchen mal wieder einen Sieg. Und ich glaube, mit ganz viel Publikum kriegen wir das hin. Mund-Nasen-Abstand haben sie da gemacht, glaube ich, immer. Ne? Da haben sie ja immer diese Bänderchen, wo man sich da auseinander dividieren kann. Und wir müssen die mal zum Sieg peitschen. Das geht nicht anders. Ja. Sonst geht's. Also bringt Peitschen mit. Und dann jagen wir die auf den Platz. Und dann geht's ab. Jo, wie gesagt, 14 Uhr. Peitschen könnt ihr bestellen Sonntag. Unter www. Hast du die nicht zu Hause? Nee. Gut. Jo, dann gibt's noch eine Information. Wenn ich jetzt einen Reiterhof hätte, dann hätte ich garantiert, aber habe ich nicht. Du hast doch Pferde zu Hause. Was? Hast du die noch nicht gesehen? Seepferde? Seepferde. Sie sehen können. Ja. Hier gibt es natürlich viele Firmen, habt ihr ja mitgekriegt schon. Und unter anderem gibt es auch Stahlbau Schröter, habt ihr auch schon mal gesehen. Gleich links der erste im Gewerbegebiet. Und die suchen diesmal auch mal, diesmal suchen wir eigentlich auch mal irgendwie, aber diesmal suchen sie eine Buchhalterin dringend. Ja. Also wer da sich verbessern will, verschönern will oder den Arbeitsweg scheut nach JWD. Wie gesagt, Stahlbau Schröter sucht eine Buchhalterin. Einfach dort mal melden, bewerben. Mal gucken, ob es passt. Und dann haben wir wieder einer Firma geholfen, wenn es funktioniert. Genau, beziehungsweise auch diese Nachricht verteilen ringsherum. Buchhalterin gesucht in Borkheide bei Stahlbau
Schröter. Hast du eigentlich die Kamera? Natürlich, ich habe die Kamera. Nicht, dass wir hier umsonst Jo, dann gibt es noch Infos von Alexander Wiens. Nee, gar nicht von Alexander Wiens. Der Herr Koska hat uns das geschickt. Genau, dass der Alex nämlich unter die Autoren gegangen ist. Genau, der ist Schriftstellerin geworden. Ach, nicht Schriftsteller. Hm. Also ich habe gehört, es ist jetzt egal, ob männlich oder weiblich. Schriftstellende. Schriftstellende. Das erste Buch ist da, und zwar Brückausbau, eine Siedlung mit Zukunft, ein Ortsteil im Aufbruch. Das ist eine Diplomarbeit von Alex. Und steht hier? 184 Seiten starkes Buch bildet die Diplomarbeit von Alexander Wiens ab. Das ist der Kern. Und wurde im Ortssinn Verlag aufgelegt. Und gibt es für 12 Euro zu kaufen. Zu kaufen dort, genau. Ja, also herzlichen Glückwunsch erstmal für die Erstauflage eines eigenen Buches. Ja, ja. Da ich habe auch schon mal bei einem Buch mitgemacht. Kann man schon mal klatschen. Ja, kann man schon mal. Hast du auch ein Buch? Was? Ob du ein Buch hast? Ich habe auch eins, ja. Ja, aber nicht von dir. Das reicht auch. Mhm. Es gibt sogar ein Buch, wo ich auf einem Foto drin bin von 1980. So, und jetzt ist natürlich der Matze wieder da. Wir haben nichts mehr zu schreiben jetzt, zu erzählen. Und Matze muss jetzt wieder wettern. Matze, sag mal, was ist denn los? Ich habe übrigens gehört, gelesen vor kurzem, es soll ein ganz kalter Winter werden. Richtig Schnee und Eis, so richtig, dass sich das lohnt. Selbstverständlich wird es in den Alpen auch wieder einen richtig heftigen Winter geben. Und es wird auch wieder Schneefall in Lawinen werden kommen. Und viele Skifahrer werden durch die Gegend sausen. Ich kann von der letzten Woche berichten, da ich an der Ostsee geweiht bin, habe. Ich habe geweilt. Verweilte geworden bin. Und da hatten wir 110 km/h Sturm, was so richtig aufs Land gefegt ist. Den Ostseesand habe ich heute noch im Auto an der Scheibe vorne. War sehr interessant. Auch der Strand, dieser breite Strand, ist wie eine Münde, war plötzlich weg. Wollen wir waschen? Was? Wollen wir waschen? Nee, ich höre schlecht. Und da war natürlich schönes Wetter gewesen. Sehr interessant. Und wir haben uns da dann noch mehr in der Sauna versteckt. Also es war alles. Hast du gar nichts mitgekriegt von dem Wetter? Ich habe von wenig. Nee. War ja auch ein Wellnessurlaub, ein kurzer. Mhm. Ja, und das war, wie gesagt, eine schöne Sache an der Ostsee. In Lübeck hat es ja ordentlich Wasser auch in die Stadt reingefegt. Da gab es ja teilweise Überschwemmungen. Also 1,40 Meter Pegelerhöhung an der Ostsee merken die dort oben schon. Mhm. Ja. Und was das Wetter hier betrifft, guck mal, hier kommt die Abendsonne raus. Oh, das ist der Scheinwerfer. die Abendsonne zum Montagabend ist doch schön. Das ist ja ein bisschen komisches Wetter hier. Eigentlich ist mir auch zu kalt. Mittlerweile, es macht keinen Spaß, aber es kommt eine milde Wochenmitte. Ja, wir gehen auf Temperaturen bis knapp an die 20 Grad am Donnerstag, kratzen wir. Aber natürlich auch diese Herbstzeit ist natürlich mit einigen Regenschauern spontan verbunden. Das kommt mal hier und mal da raus. Nach Temperaturen werden sogar wieder in den zweistelligen Bereich gehen, bis es dann am Sonntag beim Fußball die Sonne scheinen wird und tagsüber auch noch um 13 Grad sein wird. Also kurze Hosenzeit. Für die Fußballer. Ja. Und nicht für uns. Ja. Das will keiner sehen. Kurze Hosenzeit. Das wird mal, lass uns mal die Jungen mit den Hosen, mit den kurzen machen. Also eigentlich habe ich ja nichts gegen Wärme. Aber es regnet, es hat geregnet und es ist schön feucht in den Wäldern. Und was stellt man fest? Da wachsen die Pilze. Ach ja. Tatsächlich? Ja. Ja, wir haben gestern Pilze gesammelt und gegessen. Pilze? Du denkst immer nur ans Saufen. Ich bin auch Ich habe Urlaub, ich darf heute. Also du denkst immer nur ans Saufen, ich denke auch manchmal ans Trinken. Ach ja, das ist schön. Ja, ja. Und dann kommt... Das ist umgedreht. Dann dürfen wir natürlich nicht... Nein, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Nein. Was? Naja, im Pflegeheim ist jetzt schon Gänse- und Entenzeit angebrochen. Da gibt es lecker Gans und Ente mittlerweile. Also die Saison hat dort angefangen. Und wer noch möchte, bevor ein eventueller Lockdown das ganze Ding wieder zumacht. Kommt nicht. Eigentlich nicht. Hast du gelesen? Es gibt hier keine Infizierten. Ist alles gut. Ja, wie ist man das? Jedenfalls Enten- und Gänsezeit ist wieder im Hotel Fliegerheim ausgebrochen. Wer Hunger hat und mal sich was Leckeres gönnen möchte, ab ins Fliegerheim. Ich muss ja darauf zurückgreifen. Ich kann ja nicht jagen gehen plötzlich. Hier mit der Schrotflinte im Wald und Flitzebogen. Und Lendenschurz. Flitzebogen wäre natürlich sehr tierschonend, weil ich da nichts treffen würde. Und Lendenschurz. Nee. Lendenschutz. Da wirst du gleich wieder woanders eingeliefert. Ich muss Fotos machen. Wenn sie dich da finden. Fotos machen. Du machst kein Foto von mir. Nein, das reicht schon, wenn... Nee,
Lasst euch nie von dem fotografieren. Der macht mit Photoshop macht er alles möglich. Draußen nicht gut. Doch, da reden wir nochmal drüber. Mhm. Ich habe da noch sowas vor. Ich muss nochmal was machen. So, aber sind wir, reden wir nochmal später Wetter durch. Es wird ein bisschen nieseln, Sonne kommt raus, Wolken. Es wird ein Herbst. Und das war's. Bleiben. Wir wünschen euch allen eine schöne Restferienzeit. Denkt an die Stunde für die Fußballer. Wir sehen uns Sonntag. Steht rechtzeitig zu spät auf. Also wie immer hier vor der Kamera. Der Matze im Urlaub. Der Matze im Urlaub. Der Lutze hilft Matze beim Urlaub. Der hat ja immer Urlaub. Und beim Bier trinken. Ja, Prost, Matze. Ja, ich habe alle. Also, wenn du so viel redest. Und tschüss.